Hallo, hier ist wieder Tombi und heute spielen wir mal wieder was ganz Spezielles, und zwar XCOM 2 in der Star-Wars-Variante. Ich hatte XCOM 2 schon mal gespielt, allerdings hatte ich damals andere Mods und das hier ist jetzt ein komplett neuer Durchlauf. Das heißt, ich werde auch nochmal komplett neu alles erklären, denn es gibt andere Mechaniken und so weiter und so weiter und so weiter. Ist jetzt, wie gesagt, komplett neu, das Projekt. Deswegen, falls ihr die alten Folgen nicht kennt, ist alles gar nicht so schlimm. Ich werde sowieso nochmal alles erklären, wenn wir gleich im Spiel sind. Allgemein ist es so eine Art Taktikspiel, da muss man mit seinem kleinen Trupp... Wir haben jetzt insgesamt 4 Truppen. Einmal Obi-Wan, dann Captain Rex, dann haben wir Fox und dann haben wir noch Longshot als anderen Klon dabei. Und mit denen müssen wir gleich verschiedene kleinere Aufträge erfüllen. Da wird sich gleich alles spielerisch ganz locker erklären. Deswegen, wir fangen einfach mal an und quatschen gar nicht so lange im Intro rum. So, und damit sind wir jetzt auch schon in-game im Spiel. Und wir sehen schon, es ist wie gesagt so eine Art Gruppentaktikspiel, so eine Art Strategiespiel, wo wir jetzt unsere einzelnen Einheiten hier ziehen können. Bis zur blauen Linie, man hat quasi immer 2 Züge mit einer Einheit. Bis zur blauen Linie ist der erste Zug, bis zur gelben Linie wäre der zweite Zug. Man kann natürlich auch attackieren, ne? Also das heißt, wir müssen erstmal die Gegner ausspähen und ja, versuchen, die ausfindig zu machen. Das heißt, wir schicken unsere Einheiten jetzt beispielsweise hier so ein bisschen nach vorne. Ist erstmal den guten Longshot, der mit dabei ist. Die sind alle ja noch ungeskillt, das sind quasi neue Rekruten. Auch wenn er zum Beispiel jetzt Captain Rex oder sowas heißt, es ist noch ein komplett neuer Soldat und den können wir jetzt in dieser Modifikation ja, richtig krass ausbauen. Das heißt, wir können den dann beispielsweise zu einem Grenadier machen, zu einem, der mit Scharfschützengewehr richtig gut rumläuft, mit einem, der mit 2 einzelnen Waffen läuft, oder halt wie bei Obi-Wan, zu einem Jedi. Das ist halt richtig, richtig cool. Und ja, deswegen, wir haben jetzt ganz viele neue Modifikationen hier quasi, die das Spiel nochmal extrem erweitern. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das so zu spielen. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen werden wir mal schauen, wie gut das Ganze bei euch so ankommt, ne? Wir schicken erstmal unsere ganzen Leute ein bisschen nach vorne, könnten jetzt auch schon schießen. Das machen wir erstmal noch nicht, sondern positionieren erstmal alle so ein bisschen. Hey, gibt es nicht so tolle Positionen, muss ich sagen. Ich könnte den natürlich auch hier oben stehen lassen. Machen wir das vielleicht mal. Der gute Captain Rex bleibt mal hier oben stehen und feuert die ab. Übrigens haben wir natürlich auch ein Ziel. Wir müssen versuchen, hier einen Sprengsatz zu setzen an dieses Gerät, damit die Separatisten, man sieht sie ja auch schon, die bösen Separatisten, ja, quasi nicht mehr irgendwie Verstärkung rufen können und irgendwas verlieren. Ich weiß nicht genau das Ziel. Wir werden es ja sehen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir den Kampf eröffnen können irgendwo. Wenn hier auch auf andere Sachen schießen, was bringt es denn darauf zu schießen? Bringt das was? Wir können auch mit ihm hier oben schießen. Der hat auch eine richtig schöne Schussbahn. Okay, komm, wir setzen hier oben denjenigen auf Feuerschutz. Das heißt, der wird gleich losballern, wenn da die Hölle losbricht. Den guten Mann setzen wir auch auf Feuerschutz. Und der gute Longshot eröffnet einfach mal den Schuss hier drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie explodiert. Wir werden es sehen. Ja, ah, das explodiert und macht Schaden. Das ist ja super. Okay, jetzt sind wir natürlich alle aufgedeckt. Das heißt, jetzt wird der Kampf beginnen. Und man sieht schon, man muss halt seine Einheiten taktisch platzieren, damit die halt möglichst viel irgendwie an den Gegnern Schaden ausrichten können. Und komm, der trifft auch nochmal. Yes, okay, der trifft auch nochmal. Obi-Wan brauchen wir gerade gar nicht. Schieß du mal. Wir haben zwar Jedi-Unterstützung, aber den guten Obi-Wan brauchen wir nicht. Wie gesagt, die Leute, die schon die älteren Folgen mal gesehen haben, werden schon sehen, oh, da ist ja einiges neu dabei. Mit beispielsweise einer Jedi-Klasse wie bei Obi-Wan, die dann halt auch später irgendwelche Machtkräfte und so weiter lernen kann. Das wird bestimmt ganz cool. Aber Neueinsteiger werden das Ganze auch relativ schnell verstehen. Jetzt ist die nächste Runde quasi dran. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir halt irgendwie näher rankommen. Wir haben nur noch 4 Runden Zeit und schicken unsere Leute mal vielleicht hier rum. Müssen halt immer so ein bisschen auch gucken, dass wir die Gegner entdecken. Mit dem guten Fox können wir erstmal nach vorne schauen. Okay, da ist keiner. Hier können wir auch nochmal hin mit Longshot vielleicht. Vielleicht sieht er ja irgendwas. Müssen uns auf jeden Fall ein bisschen sputen. Ach so, das kann man auch machen. Ich verstehe. Ich verstehe, okay. Ja komm, dann machen wir das mit Obi-Wan vielleicht mal. So, der greift dann hier das Ding an. Damit müsste man eigentlich jetzt die Zeit verzögern. Ja, jetzt haben wir 6 Runden Zeit, okay. Alles klar, das heißt, wir können immer mal wieder solche Energierelais zerstören, damit wir ein bisschen mehr Zeit gewinnen. Das ist ja eine ganz coole Idee eigentlich. So, schicken wir Fox nach vorne, der geht erstmal so ein bisschen ausspähen. Wir können natürlich auch unsere Leute so ein bisschen später skillen, wie gesagt, dass sie dann eventuell... Komm, das trifft der, oder? Ja, cool, okay. Dass er dann eventuell ein bisschen mehr auf ja, Stärke geht, ein bisschen mehr auf ne, dass er mehr aushält beispielsweise. Oder ob er dann auf Präzision geht, ob er ein Scharfschütze wird, ob er mit 2 einzelnen Blastern kämpft. Alles ist hier möglich und das wird sich alles noch so weiterentwickeln. Ich werde das Ganze jetzt hier sowieso so ein bisschen in Seasons aufteilen. Das heißt, wir machen immer mal wieder so einen neuen Durchlauf, wenn das Ganze denn überhaupt gut ankommt. Das ist ja sowieso noch eine andere Frage.
Und ja, dann werden wir immer wieder quasi neu unsere Mission gestalten mit einem neuen Team, weil man kriegt hier auch immer wieder ein zufälliges Team. Diesmal haben wir den guten Obi-Wan mit dabei. Man kann auch noch mehr Klone rekrutieren. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur bei Fox und bei Fives und... Oh, da ist jetzt so eine Landezone. Da kommen gleich neue Feinde. Das ist natürlich unschön. Wie machen wir das denn jetzt im besten Fall? Im besten Fall positionieren wir uns hier alle so ein bisschen drumrum. Wir können ja auch hier unten sehen, wie viel Schuss wir noch haben übrigens. Wir sollten mal nachladen mit Fox. Der hat jetzt schon zweimal geschossen. Positionieren wir unsere Leute jetzt mal so ein bisschen da drum. Da werden gleich Truppen abgesetzt vom Feind. Und das wäre natürlich nicht so schön, wenn der uns gleich irgendwo in den Hintern tritt. So, wir können auch hier hin. Ich hoffe jetzt natürlich, in dem Gebiet ist keiner, der jetzt den guten Rex aufdeckt. Aber nein, okay. Den setzen wir auch nochmal auf Feuerschutz. Gut, und Obi-Wan, der rusht dann, würde ich fast sagen, einfach durch. Und versucht gleich einfach mal das Objective zu machen. Mit Obi-Wan haben wir natürlich keinen Feuerschutz, weil der ein Nahkämpfer ist, ne Leute? Dürfte klar sein. Guck mal, da wird einer neu abgesetzt. Oh, sogar mehrere neu abgesetzt. Okay. Kennt man. Wir haben übrigens jetzt diesmal die Separatisten als Feinde. Ein bisschen gemischt mit dem Imperial. Wir sehen schon den komischen Druiden. Oh, die Kamera, der Kamerawinkel war merkwürdig. Ah, Mist, Rex hat nicht getroffen. Einer wird von denen mindestens überleben. Kommt ein bisschen drauf an, ob er trifft. Nein, er trifft auch nicht. Oh, zwei haben überlebt. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist jetzt mal überhaupt nicht gut, Leute. Okay, der gute Obi-Wan kann ihn hier erstmal attackieren, würde ich sagen. Ach, nur zwei Schaden. Ja, Obi-Wan ist auch noch... Ist ein bisschen merkwürdig. Nicht denken, wie gesagt, nicht denken, dass man hier irgendwie die Einheiten auf... wir werfen mal einen Thermaldetonator hier hin, damit wir den da erwischen. Nicht denken, dass die Einheiten wirklich so gut sind wie in der Serie. Wie gesagt, das sind alles noch Rekruten. Obi-Wan ist als Padawan jetzt quasi noch unterwegs. Das heißt, der müsste auch noch ein bisschen auslernen, damit er ein bisschen besser schlägt, ein bisschen besser Schaden macht, ein bisschen mehr Machtkräfte und so weiter alles parat hat. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, dass das besser wird, Leute. Okay, Rex hat schön freie Schussbahn. Der dürfte den doch eigentlich erwischen können, oder? Yes, sehr gut. Alles klar. Okay, dann schicken wir unsere Einheiten jetzt weiter zum Objective. Wir müssen ja auch hier irgendwo durchbrechen eventuell. Oder mal gucken, dass wir da durchbrechen. Wir könnten auch die Tür aufmachen. Ist natürlich die Gefahr, dass dann dahinter auch nochmal Gegner lauern. Wir haben noch 7 Runden Zeit. Wir können uns Zeit lassen. Es eilt jetzt nicht. Die Anfangs, Aufträge sind noch relativ easy. Da hat man auch noch relativ einfache Gegner. Später werden schwerere Gegner kommen. Man wird das Ganze ja noch sehen, denke ich mal. So, jetzt können wir uns hier hinterbegeben. Da sehen wir allerdings nicht, was da genau auf uns lauert. Alright then. Nothing too fancy. Aber anscheinend erstmal nichts direkt Feindliches. Jo, alles klar. Obi-Wan ist unser Technikexperte, sage ich jetzt einfach mal. Oh, da sind noch Gegner. Okay, siehst du mal. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Jetzt steht natürlich Obi-Wan da richtig schön offen für die. Ah, und dann haben wir so Leute wie Fox, der noch ganz, ganz hinten steht. Der braucht jetzt einen ganz schönen Moment, bis er überhaupt erst da ist. Den schicken wir mal... Ja, halt, den schicken wir als letztes los. Wir schicken als erstes mal den guten Longshot hier rein. Der kann dann nämlich auf jeden Fall noch Unterstützung geben. Hat aber auch nur noch einen Schuss, was ein bisschen blöd ist jetzt gerade. Wir haben aber auch noch eine Granate. Können wir mit der Granate einen auf jeden Fall ausschalten? Ja. Okay. Lieber einen direkt ausschalten, als dann irgendwie jetzt zu riskieren, Leute. Wenn unsere Einheiten verletzt sind, haben wir nämlich auch nochmal Probleme. Ne? Die können verletzt werden, die können Schaden nehmen. Und das ist auch alles gar nicht mal so geil. Na gut, wir werden leider... Obi-Wan wird einen Schuss einstecken müssen. Es bleibt nicht viel anderes übrig. Wir können ihn hier hinstellen und dann... Obwohl, wir können ihn hier hinschicken. Und vielleicht kann er von da aus schießen, ja. 57% Chance, den zu treffen. Komm, wir versuchen es einfach mal. Komm, Rex, zeig, was du kannst. Ja, er hat sogar getroffen. 4 Schaden haben wir gemacht. Aber so reicht das Ganze natürlich bei weitem nicht. Fox müssen wir erstmal nachziehen. Das wird ein bisschen dauern. Der Obi-Wan wird eventuell jetzt einen Schuss einstecken müssen und verletzt sein. Wir werden es sehen, was die gute Drohne hier macht. Komm, Obi-Wan, da steckst du weg. Du bist ein Jedi. Berserker hat jetzt als negativen Einfluss bekommen. Es gibt immer wieder negative Einflüsse. Ich weiß jetzt nicht genau, was Berserker macht. Bin mir unsicher. Können wir Obi-Wan gerade gar nicht auswählen? Okay, Obi-Wan ist auf jeden Fall gerade nicht auswählbar. Das ist nicht so schön. Aber wir können die Drohne auf jeden Fall besiegen, ja. Okay, damit sollten wir jetzt hoffentlich erstmal... Ja, 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 ist ja gut. Wir haben anscheinend erstmal alle Feinde ausgeschaltet. Das hört sich doch gut an. Können wir jetzt schon die Ladung ansetzen? Nein, können wir nicht. Okay, wir beenden unseren Zug mal. Obi-Wan hat sich ein bisschen regeneriert. Der kann jetzt auch wieder agieren, aber
Wir setzen jetzt erstmal die Sprengladung hier dran mit dem guten Captain Rex. Die sehen auch alle richtig geil aus, die Modelle, wie ich finde. Deswegen, das macht auf jeden Fall Bock. Wird in den späteren Folgen auch ein bisschen spannender wahrscheinlich werden. Haben jetzt einen verwundeten Soldaten. Sonst sind wir relativ gut durchgekommen. Wir werden jetzt gucken, wie lange der Obi-Wan ausfällt. Und was noch viel geiler ist, wir werden jetzt unsere Rekruten endlich skillen können. Das heißt, die können wir jetzt richtig schön ausbilden. Und da habe ich richtig Bock drauf. Okay, alles klar. Mission ist zu Ende. Jetzt geht's an Skillen, Leute. Die sind alle einmal befördert worden. Wie gesagt, am Anfang alles Rekruten, alles luschige Boys. Obi-Wan ist 7 Tage lang verletzt. Oh, das ist nicht so cool. Aber gut. So, dann kommen wir jetzt zum Skillen. Wir skillen jetzt erstmal den guten Obi-Wan. Wir sehen schon, er ist noch Initiate. Und Padawan ist er erst jetzt geworden. Er ist sogar erst jetzt Padawan Obi-Wan Kenobi. Naja, wie gesagt, ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt kann er hier mehrere Fähigkeiten lernen. Den Machtschub beispielsweise, so einen coolen Sprung zu dem Gegner hin. Force Lightning, also hier Machtblitze kann er sogar lernen. Und Klingenmeister, damit noch mehr Schaden. Ich mache erstmal das mit mehr Schaden, weil der war echt enttäuschend, leider. Der war echt enttäuschend, was den Schaden angeht. Ne? Das machst du beim nächsten Mal besser. Die anderen können wir auskillen. Und jetzt ist das Geile, wir können den hier auswählen, zu was wir den Captain Rex zum Beispiel machen wollen. Wir können den Spezialisten machen, Scharfschützen machen, Ranger, das ist so eine Art Nahkampfklasse. Jedi, das machen wir natürlich nicht, das passt einfach nicht. Da haben wir auch schon Obi-Wan dazu. Grenadier und Akimbo. Akimbo ist natürlich mit 2 einzelnen Waffen, deswegen nehmen wir das auf jeden Fall. Das passt zu Captain Rex, da habe ich Bock drauf, Leute. So, jetzt haben wir ihm auch noch 2 DC-17 Blaster in die Hand gedrückt. Oh, der sieht doch richtig gut aus, ey. Okay, da habe ich Bock drauf, den mit 2 Blastern zu spielen. Und die anderen können wir auch noch ein bisschen ausgraden. Jetzt haben wir beispielsweise Longshot. Ich würde sagen, sein Name passt eigentlich ganz gut zu Scharfschütze. Deswegen machen wir den auf jeden Fall zu einem Scharfschützen. Das ist doch auch nicht schlecht. Hier haben wir natürlich auch jeweils immer solche Skillbäume, ne, die wir dann immer weitermachen können. Mit neuen Fähigkeiten, mit neuen Werten und so weiter und so weiter. So, erstmal auch ein paar Star Wars Waffen in die Hand gedrückt. Das sieht doch gut aus. Und jetzt haben wir noch den guten Fox. Den sollten wir eigentlich zum Akimbo machen. Was gibt es denn noch? Ranger, Aufklärungseinheit, Verborgenheit, fortbewegen, dabei Gegner im Nahkampf angreifen. Ja, passt jetzt nicht so ganz. Spezialist. Wir können ihn auch noch zum Grenadier machen, so eine Art Sprengstoffexperten. Komm, wir machen ihn auch erstmal zum Akimbo-Typen. Mit 2 Blastern. Und auch er kriegt die DC-17 Blaster. Oh, das sieht richtig cool aus, ey. Okay, ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und wie schon gesagt, wir werden jetzt immer mal wieder ein paar Einsätze haben, auch ein paar verschiedene neue Klone rekrutieren können, andere Leute ins Team holen, andere Jedi ausbilden, allgemein unsere Einheiten ausbilden. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel erklärt und ihr seid alle im Bilde. Ansonsten, das wird sich auch einfach zeigen, wenn man das Spiel ein bisschen spielt, ne? Also, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao, ciao.